einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt. Mich? Ja. Hörst du mich auch? Ja, ich höre dich. Kannst du mich sehen? Ja, ich sehe dich. Kannst du mich spüren? Ja, natürlich. Was willst du? Ich wollte mit dir reden. Ja, mach, hau ran. Weißt du, wer ich bin? Du bist der Knackte aus Eimsbüttel. Ja, ich bin Lennart Klausen. Wer bist du? Ja, Lennart Klausen und ich grüße Carsten. Und das war alles? Nee, ich wollte noch sagen, dass du scheiße bist. Und du findest die Sendung auch nicht gut? Ja. Aber du guckst sie jeden Dienstag. Genau. Wir haben und warum guckst du sie heute? Weil heute ist ja gar nicht Dienstag. Hab ich doch gerade erklärt. Ey, hast du mal voll Bock jetzt mal was ganz Irres im Fernsehen? Könntest du jetzt zum Beispiel entscheiden? Ja, geil. Lass machen. Wie würdest du, wenn du mir die Haare schneiden könntest? Ja. Wie würdest du das machen? Alle ab. Alle ab? Ja. Los hier, Monster, komm her. Ja, weißt du, was ich dir nämlich jetzt biete? Guckst du diese Show, die du ja nicht magst, schon lange? Ja, richtig lange. Weißt du noch, wer das ist? Nee, die kenne ich auch nicht. Weißt du das nicht? Nee. Die haben wir doch damals von dieser Lebra-Station, war sie dann Assistentin. 5-mal in der Peter-Ehrlich-Show. Ach so. Und weißt du, was die heute macht? Nee. Nicht nur, dass sie mir wie früher die Haare krault, nee, sie schneidet sie auch. Ach. So, wie du das möchtest. Ja? Aber nur, wenn du jetzt Luftgitarre so spielen kannst, dass ich nicht spiele, nur weil du dich gedanklich darauf vorbereitest. Los. Ja, okay. Ja, mach! Musst du jetzt erstmal überlegen, wie Luftgitarre geht. Ja. Kannst du bitte Haare schütteln und immer bam, bam, bam. Ja, gut. Und wenn du das richtig kannst, ja, dann macht den Blitz und du bist weg! Mann, war der langweilig. Hallo, Tina! Nimm mal deine Hand hier. Ich möchte hier, dass die Kamera da mal voll rollt. Ich hab das neulich im Benimmkurs gesehen. Tina schneidet mir die Haare. Und damit ihr jetzt wisst, wer Tina ist. Tina, guck mal hier, was ich mitgebracht habe. Schön. Wir hatten ja unsere Skandale. Und die Bild-Zeitung und die Morgenpost und das Abendblatt. Und selbst die Frankfurter Rundschau hat nichts geschrieben darüber, ja? Ja, fang mit den Haaren an, Tina. Da ist übrigens dein Mikrofon. Tina ist eine Stille. Insgesamt gesehen ist Tina schon eine Stille. Bleib mal ruhig sitzen. Ja, ich hol mein Handtuch. Weil Haare auf meine Schulter dürfen nicht sein. Haben wir jetzt einen vernünftigen Anrufer, der uns ein bisschen unterhält? Hallo? Nicht bewegen. Oh ja.
Ganz ruhig. Ja, das wird mir heute am schwersten fallen. Die Vorstellung, jetzt hier zu sitzen und nicht, ich reagiere ja immer, wenn ich Frauenhände an mir spüre, reagiere ich automatisch, ja? Davon auch wenn ich das überhaupt nicht vorhabe. Da ist, irgendwie haben wir da so ein Gen in den Haaren oder in den Wurzelenden oder was weiß ich, jetzt rede ich hier einen Scheiß zusammen. Thorsten, hast du irgendwelche Probleme? Axel? Du hast keine Probleme, du bist also ein befriedigter Mensch. Tina, dann sag du doch mal was, wenn wir keinen Anrufer haben, dafür haben wir dich ja. Das ist quasi ein Pausenfüller. Ich hätte eine andere Schere mitbringen sollen, die ist nicht mehr so gut. Das fällt dir jetzt ein. Hast du nicht erstmal bei Joanna ein bisschen probieren können oder was? Doch. Lass nicht jeden an meine Haare rennen. Ja, ich weiß. Hi, Peter. Ey, wer bist du denn? Ja, ich bin der Kai aus Farmsen, Bramfeld. Ey, wie soll ich das mit der Haare jetzt hier oben zum Beispiel machen? Kannst du jetzt frei entscheiden? Also ich würde doch einen Rasierapparat nehmen da. Mit, und dann ruckzuck, ratzfatz, alles weg? Ja, nein, mit einem Kamm so. Ey, da hat eben eine Frau im Hintergrund gelacht. Ist das deine Frau? Ja, richtig. Hat sie das auch schon mal mit mir getrieben? Nee, wird sie auch nicht machen, du. Dann frag sie doch mal, wenn sie ehrlich im Grunde genommen ihres Herzens ehrlich ist. Ah, hör auf, Peter. Und warum guckst du diese Sendung? Kannst du mir das mal sagen? Ja, weil ich dich cool finde. Gut? Cool. Cool, denn da bist du überhaupt nicht meine Zielgruppe. Ich mag die das nicht mögen. Ja, das ist ja den jetzt. Hast du auch ab und zu Schleim am Mund? Ja, ab und zu mal ab, ne? Je, bläst du? Nein, aber ich gleich. Hast du Kinder? Machst du da Luftballons immer voll? Ja. Kannst du mal weiter ein bisschen debil sein? Ja, debil hat er sofort an Oxyzoll gedacht und wusste, er ist wieder zu Hause irgendwie. Mein Gott, schwitzig. Ich habe noch gar nichts getan und schwitze so. Mit dem Handtuch kannst du heute nichts werden. Wieso? Weil es voller Haare ist. Mein Handtuch ist voller Haare? Dein Luftkissenfahrzeug ist voller Haare. Ehrlich? Und da kann man nur ausschütteln zum Beispiel. Nützt nichts. Tina, ja. Pass auf, ich will hier vorne so ein kleines Schwänzchen haben. Das soll nämlich jetzt ganz modern sein. Ja, wenn ich soweit bin. Ey, und dann wollte ich eigentlich mit dir ein Experiment machen. Ich wollte einen neuen Trend so erfinden, Tina. So Trendsetter mal wieder sein. Ich wollte dir jetzt Handschellen anlegen und dann machst du mir den ersten Haarschnitt mit Handschellen. Das wird dann eine eigene Kreation wahrscheinlich. Verstehst du? Da ein bisschen länger, da ein bisschen kürzer. Und das Ganze kannst du dann Kresse-Styling nennen. Nee, lass mal gut sein. Findest du nicht gut? Nee. Ich mache mir kreativ darum Gedanken, wo du mal ein bisschen hochkommen könntest aus deiner Trostlosigkeit. Und du findest das überhaupt nicht gut. Was heißt denn Trostlosigkeit? Tina, kannst du dir das vorstellen? Ich habe jetzt 40 Sendungen gemacht, ohne dass eine Frau angerufen hat, die sich mit mir getroffen hat. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß das, du hast mir erzählt. Das ist scheiße, du. Ich weiß ja auch nicht mehr, wohin damit. Verstehst du? Ich habe ja schon an Kloster gedacht. Mensch, guck mal, das waren doch schöne Zeiten. Dann wisst ihr noch, dieses Bild, da habe ich Tina einen Heiratsantrag gemacht. Hier live im Hallo, hallo, wer macht denn da wem einen Heiratsantrag? Ey, welche Tusse bist du denn von den Abgelegten? Nee, ich bin nicht abgelegt. Ich wollte nur schon mal seit Monaten bei dir durchrufen. Und heute, auf den Montag kommst du durch, wa? Ja. Ist das nicht irre? Ist das nicht von der Vorstellung? Du rufst Montag an und bist in der Sendung? Ja. Ey, und ich schmeiß dich nicht einfach so raus. Ist das nicht irre? Sag doch mal einfach, Peter, du hast recht! Du hast recht, Peter! Ach, Mann, ich krieg mir ja wieder hinsetzen und Haare weitermachen lassen! Ja, lass dir die Haare weitermachen! Wie heißt du denn, Doofe? Du, Peter, ich kann... Wie heißt du denn? Ich heiße Assi. Wie? Hör mal zu, aber ich kann dich ja gar nicht sehen, weil mein Fernseher ist im Hintergrund. Ich muss mich voll und ganz auf deine Stimme verlassen. Komm, gib doch zu, der Gerichtsvollzieher war da und du hast vor der Entscheidung gestanden, Waschmaschine oder Fernseher. Nee, so war das nicht. Ich wollte nur einfach mal sehen, wie deine ganz normalen Reaktionen sind. Nun habe ich schon vor Monaten mal oder vielleicht schon vor einem halben Jahr deine Sendung gesehen und wollte einfach mal sehen, ob du mit jedem so umspringst. Einigen sagst du da ganz derbe Sachen, anderen kommst du da ganz nett. Ja, bei dir komme ich zum Beispiel nett. Ja, bin ich ja ganz öfter. Weißt du, warum das so ist? Warum ich dir nett komme und den anderen zum Beispiel nicht? Weil du auf Tussen abfährst. Ja, du hast da Körperteile, die sind einfach für mich als Mann interessant. Ja, da kannst du jetzt natürlich nicht mithalten, weil du ja nicht weißt, was ich da am... Ja, das ist mir eigentlich scheiße, ja. Weiber, die sich mit mir einlassen, die haben den Nötchen echt dran zu harten Sex und das kann ich... Oha. Hast du auch dazu immer so einen Drang? Nee, ich persönlich gar nicht. Wie sieht denn deine sexuelle Fantasie aus? Welche Wünsche sind dir denn sexuell noch nie erfüllt worden? Nee, da habe ich mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Hast du schon abgeschlossen mit dem Thema, ja? Genau, ja, das liegt ja nur schon Lichtjahre hinterm Horizont so. Warum fängst du jetzt an zu nuscheln?
Nusselig? Ja, so irgendwie. Nee. Wie alt bist du denn? Ja, ich bin noch nicht so alt. So mit der Rente und so habe ich es noch nicht. Ja, er sagt doch einfach mal eine Zahl so. Ja, ich bin jetzt 27. 27? Ja. Und dann mit 27 Jahren hat die Verzweiflung dich jetzt so weit getrieben, mich zu belästigen, ja? Ja, entschuldige die Belästigung. Ich wollte ja einfach nur mal durchrufen. Also belästigt... Ich fühle mich aber belästigt von dir. Ja, dann muss ich ja... Ich muss jetzt auf einmal nett sein, ja? Das will doch gar keine Sau. Ja, du lachst darüber. Und dann steht wieder morgen in der Bild-Zeitung, steht wieder kein Spruch von mir drin, weil das alles viel zu nett ist. Ja, stimmt. Nee, pass auf, da muss ein... Zeig mal, jetzt einen ganz bösen Spruch bringen. Nee, aber bitte nicht auf mich losgehen damit. Dann müssen wir unser Gespräch jetzt beenden. Nein! Ich will jetzt endlich mal ein Dauergespräch mit dir haben. Nee, oder findest du die gut, ich mal durchgekommen bin. Dann schmeiß die doch raus, dann du hast auch Macht. Hau ab, du Kuh. Hat Anna entschieden, nicht ich. Ich hätte dich ja weiter ja nicht gehabt. Meine Hand war das auch nicht, siehst du? Warum war die nicht jetzt korrekt? War zu alt. Zu alt? Tina, wie alt bist du eigentlich? Das ist ja ein Geheimnis in Hamburg. Ich frage neulich, kann mir mal sagen, wie alt Tina ist? Ja, das darf keiner wissen. Tina! Hey, bist du auch eine Frau? Ja. Hey, wie heißt du denn? Petra. Bist du jünger oder älter? Jünger? Ja. Hau ab. Menopause. Kommst du damit klar, Tina? Ja. Wollen wir jetzt mal abstimmen lassen, ob mit dem Hinterkopf, ob die Fans so zufrieden sind? Joanna? Ja. Möchtest du so lange vielleicht optisch auf meinem Schoß sitzen? Nee. Dann könnten wir... Doch, das würde aber der Sendung unheimlich Schwung in so bringen. Ich glaube nicht. Ich war ja schon immer ein Verehrer von Joanna, weil ich habe mir das ja nie getraut. Doch einmal war ich so weit, da hätte ich ihr das beinahe gesagt, da ist dann die Tina umgefallen, da haben wir sie ins Krankenhaus gebracht. Und habe ich mir dann lieber gedacht, damit kann ich jetzt nicht kommen. Sie hat die Schere übrigens. Ne? Ja, du, ich vertraue da Tina vollkommen. Gut. Das war schon immer dein Problem, ne? Dass du einfach immer so vertraut. Jetzt macht mich mal nieder ihr, ja? Das sind ja hier. Warum fällt die Kamera heute mal aus? Weil da irgendwo ein Wackelkontakt ist, glaube ich, ein bisschen. Da ja. Ist ein Wackelkontakt, aber ich kriege den nicht. Hast du denn heute Abend deinen Lilly gar nicht? Das hast du auch gesehen, ey. Ist das nicht nett oder so? Wieso? Ich fand das nett, also so, überhaupt so. Das ist jetzt ein Insider-Gespräch, da haben nur wir beide Ahnung von. Keine Sau da draußen. Ich habe mir das ganz schlimmer vorgestellt. Also irgendwie, du, ich habe die ganze Zeit geschwitzt und habe gedacht, ich habe überlegt, ob ich du zu ihm sage. Hallo? Ja? Ey, ist heute Frauensendung? Nee, hier ist Detlef. Detlef? Ja. Du wirst es später mal sehr, sehr schwer haben, Detlef. Ja, ich weiß, aber damit muss ich fertig werden. Du, da sagst du dann einfach, das ist genetisch bedingt, dann ist das ja nicht so schlimm. Ja, na, habe ich schon öfters... Detlef, komm zum Thema, sonst fliegst du auch raus. Ja, ich würde deine Brille absetzen. Ja, so siehst du gleich viel besser aus. Ja, so ist cool. Gefalle ich dir damit, so ohne Brille? Ja, was heißt das? Nein, ich würde die absetzen, das sieht einfach besser aus. Detlef, wann ist denn immer die Peter ehrlich so? Immer am Montag. Ja, immer Montag? Hast du mich hier jemals schon Montag gesehen? Außer heute? Ja. Kommst du dir an, rufst an, machst Aggression in diesem Gespräch? Detlef! Wir gehen mit Kamera 2, um die Handkamera zu reparieren. Ja, das ist sehr gut. Kamera 2, ist die da? Nein. Die da? Ja. Ey, wollen wir jetzt auch mal eine Musik machen? Können wir auch. Ey, passt mal auf, Kinder, ich muss euch mal ganz echt was erzählen. Kamera 2, so, ja? Ja. Hier, Schuh, habt ihr die am Freitag gesehen? Da war hier Bernadette LaHengst, hat gesungen. Und die sah auf einmal so nett aus, die Haare kurz. Und da haben wir einfach mal gedacht, und so nette Lieder hat die gesungen. Und da haben wir einfach mal gedacht, wir zeigen euch mal Bernadette, wie sie wirklich ist. Wenn sie ein bisschen was getrunken hat. Ich meine, sie trinkt jetzt nicht mehr, hat sie mir versprochen. Ab jetzt. 4 Minuten. Dramatisch. Thank you.
Tiefe brennt zu. Ich erschütze Mathe und zünde die Schule an. Nervös macht. Na? Ich höre deine Stimme klar und deutlich. Und es sagt mir, dass du heute noch kein Alkohol getrunken hast. Oder bist du vom Rauschgift ab, Alter? Ich nehme gar kein Rauschgift. Warum rufst du mich hier an und belästigst mich? Ich wollte... Björn, schaltest du die Handkamera um? Da ist sie. Ich wollte dir einen Tipp geben mit den Haaren. Ja, du bist ein Tipp. Ich bin kein Tipp, ich möchte einen geben. Ja, aber was meinst du, befähigt dich, mir einen Tipp geben zu können? Was hast du in deinem Leben schon geleistet, damit du mir Tipps geben kannst? Oh, einiges. Aber soll ich dir mal Tipps geben? Soll ich dir mal Tipps geben, wie man Frauen befriedigt? Da können wir später drüber halten, wenn die Sendung aus ist. Aber jetzt nicht vor laufender Kamera. Ja, warum nicht? Meinst du, das würde dir dann schon so weit... Kannst du mal weiterschneiden, ja? Ja, das kann ich jetzt nicht. Ja, ich rede da ganz konzentriert und halt meinen Kopf ruhig. Das strengt mich so und so an, hier zu sitzen. Pass auf, setz dir doch einfach mal die Brille auf und lass sie als erste blinde Friseuse schneidern. Dann kann sie dir die Haare schneiden obendrauf. War geiler Gag. Ey, alleine die ganze Kreativität, die in deinen Kopf drin geschossen sein muss, um auf so einen Gag zu kommen. Warum gehst du nicht zum Fernsehen? Oder mach Radio? Oder bring dich um? Weil wenn du tot bist, kannst du ja nicht mehr anrufen. Fahr nach Japan, fahr U-Bahn. Da kann ich dich ja nicht anrufen. Hau ab!
Du hast auch keine Telefonkarte gehabt, deswegen darfst du jetzt in der Sendung nicht mehr bleiben, ja? Und Tina, dir sage ich, stell vernünftige Anrufer rüber, die was zu sagen haben, die schon was geleistet haben im Leben. Oh mein Gott, gut. Nee, absetzen. Wir haben heute das erste Mal eine Doppelregie. Wer ist denn das da hinten? Kennst du die? Sind die wegen dir da? Da kommen jetzt immer mehr Zuschauer alleine. Ja, da sag ich immer, oh klasse, wollt ihr ein Autogramm von mir? Nee, wir sind ja wegen Anna da. Du musst dir aber vorstellen. Das verteilen wir jetzt schon Nummern. 8-1-0. Hallo? Ich spüre es. Hallo, du da. Hallo, hier ist Udo. Hallo, Udo. Lulu? Ne? Udo, schalt mal schnell auf den Sportkanal. Sag mal, wie es bei St. Pauli steht. Nö, ich hab keinen. Du hast keinen Fernseher? Doch, aber Sportkanal habe ich nicht eingestellt. Und warum nicht? Guck ich nicht. Was guckst du so? Immer MTV und Viva? Ja, teilweise. Und wie findest du das mit Stefan Raab? Stefan Raab, der ist bekloppt. Was? Der ist bekloppt. Ja, der ist jetzt heute rausgeschmissen worden. Ja, cool. Hast du das nicht gewusst? Nö. Dafür bin ich jetzt denn da. Ja, ich bin deswegen jetzt neue Haare, neue Zähne, neue Prothesen. Du, ich habe eine Frage. Udo, merkst du kannst mich auch nicht unterhalten, weil ich so viel rede. Ich habe eine Frage. Wie viel zahlst du eigentlich dem Staat, dass sie dich frei rumlaufen lassen? Du, das ist mittlerweile prämienbedingt. Ich bin ja dabei 12%. Bei 12%? Bist du noch dran? Warum sollte der jetzt weg? Ja, scheiße. Aber der hat sich eben halt dafür interessiert. Der hat gedacht, vielleicht kann er das dann auch machen und der kriegt dann ein sorgenfreies Leben. Wie ich? 12.000 Mark pro Sendung und Pfandflaschen für 6,45 Mark. Der Krieg hier, jede Woche. Notgeld aus der DDR noch. Oh, jetzt kommt der harte Teil, den ich immer am ganz besonderen mag. Guck mal, mein schmerzverzerrtes Gesicht. Ach, tut mir weh. Wir haben eine neue Lette am Telefon, die unterhält sich da viel lieber mit euch, als ich mit euch. Stimmt. Joanna? Ja, hallo. Kannst du dich denn schon mal drum kümmern, Besen und so, damit nachher hier sauber gemacht wird? Nee? Die hat geschossen. Hallo? Ja, hallo. Ey, du bist jetzt Gewinner. Ich bin Gewinner. Mit dir bin ich jetzt nett, obwohl, auch wenn du doof bist. Ach komm, doof bin ich nicht. Ja, wer entscheidet das? Das entscheide ich jetzt. Hast du eine Freundin da, die zu Hause ist? Nee, ich habe eine Frau, die arbeitet. Die arbeitet. Ja, da kannst du nicht doof sein. Dann bist du einer von den guten Schlauen. Genau das ist. Was macht sie? Muss sie 580 Mark putzen gehen oder was? Nein, das erzähl ich dir nicht. Steht sie an der Mauer? Hör auf, Alter. Hast du jetzt auch schon Camaro? Was hab ich? Ein Camaro? Camaro? Nein, ich fahr kein Camaro. So, guck auf den Zettel und frag die Frage, die du fragen wolltest. Warum lässt du dir die Haare schneiden? Du, weil, ja, wie gesagt, bei Viva, da haben sie gesagt, so eine Langhaarin wollen sie nicht. Wie lange ist denn die Sendung, ey? Hast du da eine Glatze danach, oder was? Deswegen senden wir ja automatisch morgen gleich nochmal. Kannst du dir vorstellen, eh mal in der Woche zwei Peter Ehrlich-Shows? Ja, das ist schon heftig, ey. Da musst du morgen um 20 Uhr einschalten, siehst mich schon wieder. Oh Gott. Und dann machen wir dann die Intimrasur. Ja, das ist nicht schlecht. Deswegen habe ich sie nämlich eingeladen. Die macht mir dann herzförmlich mit, da doch haben wir schon birnmäßig und die eine Form und die andere Herzform und dann kickt da so ein Stier raus. Kannst du dir vorstellen? Unterhalte ich dich? Was? Unterhalte ich dich? Etwas. Das ist nicht Sinn der Sache, hau ab. Ja, du wolltest jetzt ein Schimpfwort sagen, ich war schneller. Was? Ich hab schon Haare im Hals. Du hast schon Haare im Hals? Ja. Komisch. Ah, das mag ich so an Tina. Die ist ja da konsequent, wa? Wenn die da hart sein will, dann ist sie ja hart, wa? Hallo. Hallo, Kind. Wie alt? Ich bin 14. Ey, dann werden wir das Gespräch jetzt angemessen führen. Na, wie waren die Ferien? Ja, ging nicht. Nerven dich deine Eltern? Nein. Willst du mehr Taschengeld haben? Nein. Bist du auch traurig, dass in Ruanda hungernde Kinder sind? Ja. Ja, Mensch, das ist doch... Nee. Und was kann ich für dich tun? Ja, Warum machst du das eigentlich mit deiner Frisur? Warum? Weil ich hab mir gedacht, wenn ich das jetzt mache, und da ist so ein 14-Jähriger ja zu Hause, ja, der schon seine Haare zwei Tage nicht gewaschen hat, die kleben und sind fettig und so, nicht. Dass der auf die Idee kommt. Nicht. Was? Nix. Übrigens, bist du derjenige, der Tina sprechen will? Was? Bist du derjenige, der Tina sprechen will? Nee. Kennst du nicht? Wollen wir Lackbilder tauschen? Schade, schon weg. Das heißt nicht mal Lackbilder. Nee, wie heißt es denn?
Klebebilder. Erst besser wissen wollen und dann nicht wissen, wie es heißt. Weil das hasse ich. Dann lass mich doch in dem Glauben, dass es Lackbilder heißt. Lackbilder. Ich Gott zu mir sagen, das bin ich noch nicht. Aber ich arbeite dran. Das ist der Stuhl. Willst du ein bisschen näher kommen? Soll ich dich führen? Ist schon gut. Hallo Anrufer. Hallo. Hier ist Patrick. Hallo. Meine Freundin findet dich irgendwie besser als mich. Ja, du, das ist Realität, das ist am laufenden Band so, ja? Aber wenn das deine Freundin ist, dann interessiert sie mich nicht. Ich will alle verheirateten Frauen haben. Ja. Ich will Ärger reinbringen in die Familien. Kinder sollen ihre Väter nicht mehr sehen. So was will ich, ja? Ja, ich habe verboten, deine Sendung zu sehen, aber wahrscheinlich sieht sie sie trotzdem. Ja, und? Ja, das finde ich okay. Ich weiß, du bist zwar besser als Stefan Raab, aber naja, ist so. Vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, ob das vielleicht mit Mädchen doch nicht so das Richtige ist. Wieso? Ja, wenn, weißt du, wenn du jemand wärst, der Qualität hätte, ja, der auch seine Freundin, wahrscheinlich bist du einer, der die auch nicht befriedigt. Hast du sie schon mal befriedigt? Ja, täglich. Ist sie schon mal aufgestanden und hat dir applaudiert? Nö, warum? Aber das erlebe ich immer. Ja, ich kann das ja mal mit... Und weißt du, was das Schlimme ist? Die kommen wieder. Ja? Ja, du, das nicht mit eben mal, nur beweisen, das ist immer wieder. Wieso? Soll ich dir einen Tipp fürs Leben geben? Ich kann es aber mit Tina probieren. Du kannst es mit Tina probieren? Ja, warum nicht? Ach, ich habe keine Lust. Wisst ihr, was die macht? Die mit dir? Haare. Die macht dich weg, Alter. Warum schneidet sie mir nicht die Haare? Dir? Ja. Weil sie Geschmack hat und jetzt macht dich weg, Alter. Okay, fall tot um. Ey, bin ich nett heute. Oder gefällt dir das? Ja, du sagst ja jetzt so, ja, weil du Angst hast, nachher ins Bild zu kommen und dann von mir fertig gemacht zu werden, ja? Dann könnt ihr mal sehen, Schreiberlink, ja? Eine der großen Frankfurter Zeitungen, die nicht die allgemeine ist, ja? Da will er, oder für den Lanzer, Lanzerheft war das, oder? Oder Landsknecht, oder was weiß ich, oder Jungbauernvolkszeitung. Jetzt kannst du ihn nicht mehr zeigen, warum zeigst du ihn so lange? Ey, der hat ja kein Mikrofon, warum zeigst du ihn so lange? Du weißt das sowieso. Ja, aber warum zeigst du ihn so lange? Hat eben so lange gedauert, bis ich das hier mitgekriegt habe. Da hast du dir bestimmt bei was gedacht, wa? Willst du wieder eine eigene Regie hier übernehmen, ja? Das finde ich scheiße. Ich finde das blöde, wie du das hier machst. Das ist meine Sendung, ja? Meine Ideen. Das machst du schon seit Wochen. Steinbach. Damit muss Schluss sein. Ich will fertig werden. Jetzt nicht mehr. Bist du weg? Oder bleibst du noch bis zum Ende der Sendung hier? Ich schneide jetzt erstmal die Haare, aber dann musst du sitzen bleiben. Gut. Du möchtest schön aussehen. Hallo? Hallo? Und zwar habe ich eine Frage. Sag mal, findet ihr nicht toll, was ihr macht? Nö. Warum macht ihr das dann? Hey, einfach nur so, aus Gag. Schülerfernsehen hier. Toll, wisst ihr das? Gymnasium, Leistungskurs. Oh, jetzt. Aber warum guckst du das denn, wenn es dir nicht gefällt? Tina, komm, ich bleib jetzt sitzen. Du kannst mich nicht aufregen. Was? Du kannst mich ja nicht aufregen. Bleib jetzt cool. Mit der Haare ist mir nämlich wichtiger, als mit dir zu reden. Du bist doch strohdoof, bist du. Warum kommst du in Fernsehen, Mann? Ja, weil das einfach mal zu beweisen ist, dass das Demokratie ist hier, ja? Das hat doch nichts mit Demokratie zu tun. Doch. Was erzählst du von einem Müll, Mann? Du, warum hat das denn nicht mit Kapitalismus zu tun? Kannst du mir das mal sagen? Ja, erzähl. Bist du so ein alter Sozialschmarotzer aus dem Osten? aus dem Kommst hierher und fängst an zu meckern? Wer meckert denn hier, Mann? Ey, wir du sind im Gastland, ja? Sei zufrieden, dass du hier leben darfst. Was? Du bist doch ein kleiner Nazi, Junge, Mann. Ich bin... Also, alle darfst du mir vorwerfen, aber nicht so was, du Schwachkopf. Bin PC, ja, voll PC. Der Nächste, der jetzt anruft, der muss mir einfach sagen, wie es bei St. Pauli steht. Das macht mir ganz schön unruhig. Dann fragt die doch nicht, warum die mit mir reden wollen. Es fängt die auch an, hier schon ihre eigenen Ideen umzusetzen. Ey, das ist ein dramatisches Bild. Hast du mein Klitschwänzchen hier vorne lassen? Ist weg. Ist da. Was macht die eigentlich so lange da drüben? Hallo. Du wolltest gut sortierte Anrufer haben. Ah ja, stimmt. Also. Heute ist gut sortiert. Hallo. Nur 95% debile. Hallo. Hallo, ich bin Janine aus Belgedorf.
Ja, nee. Ich wollte was zu den Sozialschmarotzern aus Ostdeutschland sagen. Ja, mach. Die müssen genauso wie ihr den Sozialbeitrag bezahlen. Ach was. Und die haben sehr viel ihren Job verloren. Ja und? Weil sie faul sind. Nein, sie sind nicht faul. Na klar, die wollen doch gar nicht arbeiten. Die Arbeit machen wie ihr in Westdeutschland. Ihr saßt auf euren fetten Ärschen und habt euch ausgeruht. Nee, wir haben die Pakete geschickt und damit war unser Gewissen beruhigt. Und seitdem ihr hier gekommen seid, ja, ihr habt keine Pappkartons bei Aldi mehr, habt ihr alle weggenommen, ja? Ja, wisst ihr, was ist denn von euch geblieben? Der Linksabbiegerfeil, ja? Noch nicht mal Fußballmannschaften habt ihr. Und die Ostweiber sind die Allerschlimmsten. Ha? Warum habe ich heute mit den Ostweibern? Nenn mich mal hier. Mein Gott, kommt in den Westen, darf ein eigenes Telefon haben und ruft mich hier an und beschwert sich. Die Ossis. Mann. Das sind Sachen, da kann ich sauer werden, ja? Wie gut würde es uns Deutschen gehen, wenn die Mauer noch wäre? Hallo? Findest du das auch? Ja, fick dich doch, du Spinner. Wann und wo? Ja, bist du ein Schwul oder was? Ja, und das wäre ganz schlimm, wa? Das würde dir richtig Sorgen machen, wa? Ja, du kannst mich am Arsch lecken, Mann. Ey, so sauber kann ja gar nicht sein, dass ich da mit meiner Zunge rangehen würde. Hau ab! Ich hab keinen Blitz, genau du entscheidest das heute. Da nimm den Blitz in die Hand und blitz sie einfach weg, denn. Von mir aus schmeißt die Kamera hin, wenn sie dir auf den Geist gehen. Geht mir schon lange hier auf den Geist, diese Gespräche. Ja. Das hast du davon, wenn aussortierte Gespräche kommen. Hast du nur dumm, debiles Volk da aus dem Osten. Kommen in den Westen, dürfen die auf den Kanal kriegen, beschweren sich. Echt, das macht mich richtig sauer. Ich war mit meinem Vetter Willi echt in Italien, echt. Und da hat er sich das Weg nie vergessen, vor dem Restaurant hingestellt, um sich platzieren zu lassen, ja. Da hat Vetter Willi in eine Urlaubssaison unser Image, wo wir 40 Jahre lang hart dran gearbeitet haben, hat er kaputt gemacht, ja. Echt. Und die Stinkeautos, ja. Und ich weiß noch, wie Neue Deutschland geschrieben hat, DDR-Frauen sind orgasmusfähiger. Woran lag das denn? Weil die immer anstehen mussten, ja? Und da kam das ganze Blut ins Becken drin, ja? Und da, wenn der Penis da rinkam, dann ist das wie angestochen gewesen. Hey, Peter. Ja? Du weißt, was ich an dir so geil finde? Was? Dass du echt voll schräg bist und die Leute mit völlig wirren Dingern aus der Bahn wirfst. Womit sie gar nicht rechnen. Mit der Ossi-Tussi scheiß die an von oben. Ey, warum sagst du Ossi-Tussi? Warum sprichst du von einer Mitbürgerin aus der ehemaligen DDR, ja? Warum sagst du Ossi, ja? Das ist scheiße. Man muss sagen, wie das ist. Wir sind die wahren Deutschen und die da drüben. Naja, dann ist Klasse 2, hau ab. Mann, wo das manchmal herkommt bei mir im Kopf. Du hast deine Tropfen vergessen. Nee, das ist hier alles, wir haben ja da so ein Fernseher schon, da sind die ganzen Texte vorbereitet. Du machst aber schön, echt, Tina. Was krieg ich denn hinterher? Du hast einen Wunsch frei. Wünsch dir, was du willst. Eine CD. Eine CD, ja? Conny André, Künstlerstammtisch haben wir da noch. Kaputt. Die ist kaputt. Lass sie die kleben vielleicht. Ich könnte dir ja zur Belohnung auch ein bisschen die Haare schneiden. Nee, das habe ich heute schon. Hast du heute schon? Ja. Deine Haare sind heute geschnitten. Ja. Hast du wieder den Rasierapparat betätigt heute? Weiß ich nicht, was die genommen haben. Bist du wieder glatt? Haben. Bist du wieder glatt? Nee, auf dem Kopf ja nicht. Ja, sprech ruhig mit der Unterarme, das ist ja eher hygienisch. Ich denke, das geht niemandem was an, Strahlenbach. Das stimmt. Also, ich hätte jetzt mal eine Bitte, wenn jetzt vielleicht mal ein Franzose anrufen kann, den ich dann aus Ausgewogenheitsgründen auch ein bisschen niedermachen kann, weil das mit den Ossis, ich habe jetzt eben mal wirklich die ganze Zeit nachgedacht, das tut mir irgendwie schon leid. Hi Peter. Weil, wenn ich Pech gehabt hätte, wäre ich auch auf der falschen Seite geboren. Ja, ich bin auf der falschen Seite geboren. Ja, da merkt man, dass du ein Loser bist. Ja? Alle, die hier anrufen, sind Loser. Ich habe schon vor 2 Wochen mal angerufen. Da haben wir uns auch ganz nett unterhalten, aber ich weiß ja nicht. Kannst du das ja heute nochmal versuchen? Ja, ich meine, es sind ja alles Vorurteile, ne? Wir sind ja auch ein bisschen abgebrühter. Nö.
Wie Ausreden. Es gibt im Osten solche und im Westen solche und in Russland oder was weiß ich, ist doch alles egal, oder nicht? Scheiß liberal, ist doch liberal alles, oder nicht? Ey, Tina Lette am Telefon. Ja. Tina Lette am Telefon. Hast den Blitz nicht gesehen, den Anna weggemacht hat? Ja, dann spür das nächste Mal, ja? Bist du noch dran? Nee. Na siehste. Warum warst du den jetzt rausgeschmissen? Hab ich doch gesagt. Statistisch, liberal, weil er liberal war. Und keine Titten. Meinst du, das ist grundsätzlich so von der Liberalität ein Problem? Seitdem der Genscher nicht mehr da ist, finde ich. Ey, der Kinkel hat ja heute mit einer Vehemenz gegen die Türkei gewettert. Er hat gesagt, die kriegen die Fregatten nicht, mit denen sie in den Bergen die Kurdengebiete beschießen. Muss dir mal vorstellen. Hallo? Warum war da jetzt nicht jemand? Ach so, Tina, das war ganz wichtig. Ich wollte gerne die Haare so haben. Kannst du das noch machen? Abschneiden und draufkleben. Ich suche hier für diese Mädel ein paar Sachen zum Anziehen. Hab ich doch. Weil der friert immer so und wir wollen die ja noch mal mit Klamotten präsentieren. Wenn du da zu Hause also Kleiderdesigner bist, Peter, und unserer Tussi hier helfen kannst, die kann Peter auch Verrenkung machen und das sport mich ganz gut, war Spartakiade-Siegerin in der ehemaligen DDR. Ja, rede doch einfach, wenn du schon dran bist. Ist gut, alles klar, hier ist Manuel. Das Lied von Manuel. Ja, ich war ein bisschen... Er war ganz schnell. Ja, du, vorhin hat auch so ein Typ angerufen, der hieß Udo, ne? Ja. Der geht in meine Klasse. Weißt du, was das heißt, Udo? Unser dummer Ossi. Haha, ich müsste jetzt lachen. Haha, Peter. Echt lustig. Ja, deine komische Rotfuchs-Friseurin da, was sie da vorhin gesagt hat. Udo wäre ein Idiot, der ist nämlich gar kein Idiot. Im Prinzip ist er okay. Oh, toll, wie friest du dich immer mit deinem Fubbel da, hä? Bis bald mal soweit, ja. Warum haben wir eigentlich keine Anrufer mehr so lange schon? Das Auswahlverfahren so. Gnadenlos. Gnadenlos Auswahl? Na gut, 24 Minuten noch. Zu viel. Wenn man überlegt, wie lenke ich Peter? Das? Hallo? Hier ist Sven, ich wollte nur sagen, St. Pauli ist richtig scheiße. Wie steht? 0-1, gegen. Gegen St. Pauli? Ja. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ja. Jetzt geht's los! Ja, eben schon wieder eine Chance, aber schon wieder vergeben, schade, ne? Ehrlich, pass auf, rufst du nachher nochmal an, wenn sich nochmal was ändert? Ja, ich versuche mal durchzukommen, ne? Gut. Das ist nämlich interaktives Fernsehen. Ihr guckt den Peter Ehrlich schon und erfahrt die Ergebnisse von St. Pauli. Seht Top Tussen, ein Journalist von der Zeitung und mich in meiner Trostlosigkeit. Ist noch lange, Tina? Nee. Muss mich bewegen können. Jetzt sollte ich vielleicht den nächsten Mal fragen, wie Ihnen das gefällt jetzt so mit der kurzen Haare. Wie fällt dir das denn, Anna? Meinst du? Soll ich jetzt vielleicht doch den Aufruf wegen der Frau mal wieder machen? Nein. Warum nicht? Soll ich das jetzt ausführen? Ja, aber muss mir jetzt mal auch mal wieder verändern. Muss mal wieder Schwung ins Leben reinkommen. Einfach so auch mal wieder so von ganz anderen Gefühlen und Bewegungen. Und das fehlt mir alles irgendwie. Ich kann mit einer Frau nichts anfangen, wo ich schnippe und die macht, was ich will. Damit kann ich nichts anfangen. Ich möchte auch schon mal einen Gegenpartner haben. Auch mal, dass die Frau sagt... Hallo, hier ist Udo. Ich bringe dir erst in 5 Minuten ein Bier, weil ich erst auf Toilette muss. Ey, du Depp, ey. Warum hast du mich vorhin rausgeschmissen? Ey, wenn wir jetzt wissen, Anrufer hätten, die echt gut sind. Fertig, Tina? Ja. Ehrlich? Du hast mich vollkommen fertig gemacht. Kannst du mir mal einen Rücken? Ah, jetzt kann ich endlich loslegen. Und cool sein! Ah! So, jetzt einfach mal ein Interview. Tina, du war ja nett, dich mal wieder so zu sehen. Wir haben uns ja jetzt monatelang nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Fein. Fein. Hat sie nichts geändert. Fein. Wollen wir uns jetzt wieder öfters sehen?
Glaube ich nicht. Hast du da irgendwelche harten Sachen, die du mir jetzt einfach mal sagen willst, wo du nie Gelegenheit hast, die zu sagen? Nee, ich habe dir alles gesagt. Ich bin fertig mit dir. Vollkommen. Ja. Mir hat Joanna schon immer besser gefallen. Also das war ja eher... Hallo. Hallo. Hey Peter, wie geht's dir? Jetzt geht's mir gut, weil ich mich bewegen kann. Ja, deine Haare sind cool. Sieht das gut aus? Natürlich. Reizt dich das als Mann? Hä? Auch so als Mann reizt dich das? Nein, so habe ich das ja auch wieder nicht gemeint. Hast du ein Thema? Hä? Ja, und zwar was deine Jacke angeht. Die passt nicht dazu jetzt. Die sieht auch cool aus, wa? Nicht zu den Haaren und nicht zu den Brillen, Mann. Ja, hau doch mal ran, mach doch mal ein bisschen lustig, damit es hier ein bisschen ergiebiger wird. Nochmal, die Verbindung ist so schlecht. Ja, dann hau ab, dann ruf nochmal an. So, der Nächste kann die CD gewinnen, die man immer gewinnen kann. Wenn er mir sagen kann, was das ist. Was ist das für eine Verhaltensstörung? Das hier. Wozu wird das benötigt? Bewegt sich? Kann ich sagen, sind 5 aus Lila. Das ist quasi der letzte Versuch, weil ich jetzt da loslassen würde. Hallo? Peter, St. Pauli ist 0-3 in Rückstand. 0-3? Ja. Ah, super, super. Ja, ich finde es auch scheiße mit Bundesliga und so. Was? Ich will erstmal alle HSV-Fans grüßen hier. Du bist HSV-Fan, ja? Ja. Du bist mir sympathisch. Ey, das hast du jetzt doof gemacht, ja? Mensch, Westkurve. Und wir hätten gesoffen und gegrölt. Immer wieder, zweite Liga. Bei HSV ist doch toll. Tina, danke schön. Ich trage jetzt meine Haare wieder offen. Wer da also eine Locke haben will von mir, verkaufen die jetzt krammweise. Dann habe ich einen ganz wichtigen Aufruf. Wenn du da zu Hause Wissenschaftler bist und irgendein Giftgas hast, was du ja nicht mal ausprobieren willst. Dann bist du scheiße, du! Was? Du bist ein Stück Scheiße, Mann, du bist... Ey, du musst jetzt denen auch mal die Chance lassen, ihre ganze Ja, hilf mir doch, lass mich doch jetzt nicht so hängen. Emotion, dieses, was so stinkt, von Sabatini da. Chanel 5, genau, du musst sie nicht in ihre Chanel 5 Gestand da lassen. Jetzt bin ich total raus. Und wie ist die Droge jetzt auch zu Ende? Nach einer Dreiviertelstunde. Hallo, das soll Spitzen-Ecstasy ohne Ende sein. Ja, nach einer Dreiviertelstunde alles schon weg. Guten Abend, Peter. Oh, warum bist du jetzt so nett? Warum schleimst du dich ein? Ich schleime mich nicht ein. Ja, na, guten Abend, Peter. Da setzt du gleich eine Obergrenze, dass ich jetzt auch nett sein muss. Ach nein. Ja doch, das ist Erfahrungswerte. Okay, also, hallo, alter Schnacker. Warum bist du jetzt so aggressiv, ja? Jetzt setzt du gleich ein Maß, jetzt muss ich auch aggressiv zu dir sein. Niveau, Mensch. Ey, kannst du dir überhaupt vorstellen, warum wir dich angerufen haben? Ich hab dich angerufen. Ehrlich? Ehrlich. Und warum? Ach, Peter, ich wollte ja ein bisschen sprechen. Ja, rede doch über deine Probleme. Ja, was hältst du da vom neuen Grenzabkommen? Schengener Abkommen? Find ich toll. Findest du toll? Ich finde toll, wir müssen die ganzen Außengrenzen müssen wir eigentlich zumachen. Wir werden ja überflutet. Die kommen ja alle hier in den Goldenen. Die denken ja hier wirklich hier. Du, ich hab dich höher gestellt. Was? Ich hab dich höher gestellt. Du hast mich höher gestellt? Ja, sicher. Na warte, versuche ich dann hier gleich. Du hast ja keine braune Jacke an. Was? Meine Jacke willst du haben? Nein, ich meine, du hast keine braune Jacke an. Ja und? Ja, du bist doch kein Brauner, oder? Ja, aber ist dir denn schon mal bewusst, wenn du Samstag zu Aldi gehen willst und da kannst du nicht einkommen, weil alles voll ist? Och Mensch, wie soll jetzt das voll? Wer kauft da ein? Warum muss denn jetzt ein Pole länger warten als früher? So, das weiß ich auch nicht. Kannst du mir das vielleicht erklären? Ja, ne? das kann ich dir erklären. So, weil wir Deutschen ein Abkommen unterschrieben haben. So. Ey, lässt du mich jetzt ausreden, wenn ich das erkläre? Ja, okay. Wir haben ein Abkommen unterschrieben. Das heißt Schengener Abkommen. Ja? Schengener Abkommen, ja. Schengen genau. Ist ein Dorf mit 400 Einwohnern und 7 Tankstellen. Da fragt sich schon alleine, warum ein Dorf mit 400 Einwohnern 7 Tankstellen haben muss, ja? Und da haben die... Jetzt guck mal, Rauschgiftschmuggel von Holland und so ist jetzt wahrscheinlich leichter. Ach, da denkst du nur so. Meinst du nicht? Die haben doch hinterher ein Auto. Ob wir auch so lange warten, wenn wir nach Polen fahren müssen? Ach, das wollte ich gerade ansprechen, du. Pass mal auf, wenn du jetzt nach Polen fahren willst, ne? Da werden auch 2 Durchgänge für EU-Bürger
und für die Normalen, also nicht die EU. Aber jetzt doch mal und ganz ehrlich. Und die werden ja gefilzt, die mit deutschen Kennzeichen werden gefilzt, bis geht nicht mehr. Ja, aber jetzt die doch mal... Die werden einfach durchgewunken, weißt du? Du machst mich sprachlos, aber jetzt doch mal ganz, ganz ehrlich, ja? Ja. Ein Deutscher, der nach Polen fährt, der fährt doch da nur, weil er sein Auto verschieben will. Gib doch mal zu. Nicht immer so. Sind doch alles, was ich wir wollen nicht verallgemeinern, aber machen auch viele so. Ja, das ist ja immer, das heißt ja immer dann, wenn es einer macht, dann machen das alle, wa? Guck mal, die Albaner zum Beispiel, da gibt es vielleicht 500, die Verbrecher sind, aber 50.000, die alle zum Verbrecher gemacht werden, nur weil sie Albaner sind. Ja, so ist es. Ja, du hast per mal richtig begriffen. Ja, ey, du, ich bin ja nicht doof, ich bin ja, eigentlich bin ich ja schon. Ja, ich bin bauernschlau. Ja. Bist du auch bauernschlau? Nee, eigentlich nicht. Und wie oft guckst du diese Sendung? Also ich versuche jetzt jedes Mal zu gucken, aber es gelingt mir nicht immer so, wie ich will. Und wann kommt die nächste? Bitte? Wann kommt die nächste? Glaube ich Donnerstag. Ach, kannst du nicht aufpassen? Morgen! Habe ich vorhin breit und erklärt. Und du kommst mir hier mit einem hochpolitischen Thema, wo ich wirklich in einem Anfall von augenblicklichem Vakuum im Kopf wirklich so die Tendenz hatte, dass man annehmen könnte, dass ich eine braune Lederjacke anhabe. Das nehme ich jetzt hiermit zurück. Kabel natürlich, von mir aus sollen die alle kommen. Das bringt doch Leben in unsere Bude, ja? Da können wir gut Feste feiern, wenn die alle da sind. Nur die Ossis. Da, bei den Ossis haben wir einen Fehler gemacht. Die hätten da bleiben müssen, wo der Pfeffer wächst. Dann wäre das alle viel besser gewesen. Ich freue mich schon, das bringt morgen garantiert die Schlagzeile Peter Ehrlich wettert gegen ehemalige DDR. Ich gehe jetzt noch weiter, ich sage das jetzt einfach mal. Freiheit für Mielke! Sofort! Das ist unkorrekt! War jetzt hart, wa, Björn? Ich würde das auch zurücknehmen. Hallo Peter. Hallo. Du hast gesagt, dass die Ossi-Tussis besser sind im Bett als die anderen. Nein, das haben die Ossi-Tussis selber behauptet. Ich habe zwei Freundinnen gehabt, die waren Ossi-Tussis und sie waren wirklich besser. Was war besser? Der Sex war besser. Ja, weil ja was? Der Sex ist ja so vielseitig. Das, was sie mit mir und was ich mit denen im Bett gemacht habe. Was hast du denn mit ihnen gemacht? Ich weiß nicht, es ist noch nicht nach 20 Uhr. Wir können noch, es ist nach 20 Uhr, rede einfach darüber. Du zeigst es ja nicht, zum Glück. Ja, zum Glück. Ja, zum Beispiel, dass sie mir einen geblasen haben. Ja, und das machen Westfrauen nicht, ja. Also ist dein scheiß Leben darauf reduziert, dass du ihnen hier piep kriegst, oder was? Nee, das ist ja nicht die Hauptsache. Auch die anderen Sachen, so Umarmung oder mal Schmusen oder was, das ist auch sehr und schön. Und das machen nur Ossitussen, keine Wessitussen, die machen nicht mit Schmusen, ja? Kann ich dir ganz anders erzählen, ja? Ich habe eine Tusse, die will nur schmusen. Das aber die macht den Piep hoch. Aber auch, ja schön. Also und meine, die ist aus dem Westen. Die ist aus dem Westen. Kannst du mal die Nummer geben? Ist das vielleicht die Tina? Welche Tina? Deine Tina. Ja, ich habe ja mehrere Tinas. Das ist ja das, was mich auszeichnet. Dass ich von allen Frauen immer viele habe. Ich habe auch schon drei Sabines mal gehabt. Naja gut, also so viele Erfahrungen wie du habe ich bestimmt nicht auf dem Gebiet. Darum sag mir doch einfach mal welche. Oder gib mir doch mal die Nummer. Ja, Tina Lolo Brigida. Ja, die ist gut. Meinst du, dass die beschnallt für mich ist? Außerdem stehe ich nicht auf ja, aber vielleicht hat die Erfahrung und macht dann auch Piep mit dir. Ja, ich mache, weil die aber die ist ja aus Italien. Warte, das wäre ja doof. Das wäre jetzt, war ein doofes Beispiel. Ja, ich mache lieber kleinere Titten. Aber mal was anderes, sag mal. Und das haben auch nur die Ossi-Tussis oder was? Wieso machst du deine Sendung nicht mal am Sonntag? Ey, das wäre gut, wa? Ja, weil Sonntag, die wollen jetzt noch einen zweiten Feiertag abschaffen. Ja, das wenn das der Sonntag tolle Feiertag abschaffen, ja, toll. Dann wäre deine Sendung auch gecancelt. Meinst du, die soll abgeschafft werden? Nee, ich finde die echt lustig. Ich suche nur irgendwas, um dich zu provozieren, um dich wieder in Rage zu bringen, damit du mich wieder abhängst. Du willst mich provozieren? Ja, klar. Mich können nur Menschen provozieren. Mach und dich was weg. Bist du, du Stück Scheiße? Hau ab. Geh, raus aus meinem Leben. Für dich erhebe ich doch nicht mehr die Stimme. Wenn ich jetzt Darm drücken hätte, würde ich jetzt ihn lassen. Ostfrauen machen Piep, deswegen sind sie gut. Mann. Hast du jetzt schon eine Vorstellung, was du in dem Artikel schreibst? Ey, wisst ihr, was das Gute ist? Wenn dieser Artikel wirklich in dieser Zeitung kommt, dann kriegt ihr als Zuschauer, wenn ihr der Peter Ehrlich so schreibt,
ein Freiexemplar von der Zeitung. Verspreche ich. Jeder kriegt den Artikel. Wenn ich gelobt werde. Das sind ja nicht so viele Haare gewesen, Tina, wa? Nee. Der aber. Ist auf meinem Pony noch drauf. Ja, hast du? Ja, na guck mal, da kannst du ja deine Katze jetzt endlich aus dem Fenster schmeißen. Hast du ja den Haare noch. Wer da also die Haare kaufen will. Schein auf, ich hab keine Katze. Sag ehrlich zu mir, ja? Ring, 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 ring. Wie war das mit Peter O'Toole? Nee, Peter O'Sullivan, oder wie hieß der? Rom brennt, ring, ring. Wie hieß denn der? Nero. Ustinov, Peter Ustinov. Mein Name, Vetter. Oh, wie schön die Flammen schlagen. Ring, ring. Bin ich da? Hallo? Hallo. Guten Tag. Hier ist Olli. Hey, Olli. Ich wollte mal wissen, irgendwie am Anspann war da auch mit Gangbang und so, habe ich da gelesen. Ja, ist Gangbang heute. Hast du mich nicht vorhin zwischen zwei Frauen gesehen? Hast du nicht hier hinten Tina gesehen und da vorne Kamera Anna? Ja, ich kenne nur die Riesenkneipe, die 30 Quadratmeter Riesenkneipe. Ey, kennst du? Ja, die kenne ich gut. Kennst du auch jetzt Ballermann 6? Nee. Warst du noch nie auf Mallorca? Nee, nee. Wo fährst du immer in Urlaub, wenn du Urlaub hast? Nee. Ich bin nur noch Friesland. Bist du Freigänger? Jo. Hey, und wie ist das so in der Haftanstalten? Redet ihr da über mich? Manchmal schon. Weil ihr wisst, dass ich bei euren Frauen bin, wa? Wenn ihr da drin seid. Hau ab. Oh. Was mir unterbrochen. Oh, wie schön, dass Rom weg ist. Ring, 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 ring. Oh, die Flammen sind so doof. Ring, 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 ring. Klimaerwärmung ist so schön. Ring, 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 ring. Morgen übrigens Weltklimagipfel. Ganz irre. Sag euch, ganz irre. Können so als, wie gefällt dir das heute? Ja, es ja. Gut, dann muss ich hier mal was ganz Wichtiges zeigen. Das ist nämlich jetzt zum Beispiel, ich sage ja immer wieder, Deutschland müsste auch Königshaus werden, ja? Weil dann hätten wir auch wenigstens die ganzen Klatschspalten mit unsere Könige, wa? Allein die Vorstellung, König Helmut der Erste, ja, oder Prinzessin Hannelore, nur der Hofnarr, das ist mir überhaupt noch nicht klar. Aber hier, guck mal, das spanische Königshaus hier. Und die guckt, wie die da guckt, die ist 31 Jahre. Und als Prinzessin natürlich noch Jungfrau, wa? Die hat noch keinen rangelassen. Und die weiß, heute Nacht ist es vorbei mit dem Häutchen. Und dann kickt die dann so unglücklich, würde ich auch machen, wa? Ach, mein Gott, ich mag das einfach, so viel reden. Teig in der letzten Sendung immer angedroht und hab's dann doch nicht gemacht. Heute wage ich's. Jeder hat drei Versuche. Ja, brauchst du jetzt zu Hause ja nicht so hämisch sitzen und lachen. Tina, wo gehen wir heute Abend noch hin, alle? Feiern. Jetzt wage ich's. Jetzt. Das ist Esoterik. Ich hab das falsch angefasst. Ich mach das schon noch. Jetzt. Ah! Oh, das war eine blöde Idee. Oh, mach so eine Scheiße. Tina, mit dem Handschellschnitt hätten wir machen können. Dann hab ich hier noch. Mein Bein habe ich heute überhaupt noch nicht in Bewegung gehabt. So, die letzten 6 Minuten bin ich nett, habe ich mir vorgenommen. Zum Abschluss zu einer Sendung muss ich mal so richtig cool und locker. So, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Ach, ist das schön. Ja, so, was laberst du eigentlich? Dir gefällt diese Sendung also auch? Nee, mir gefällt überhaupt nicht. Richtig scheiße. Und wie lange? Du bist so richtig schlechter Moderator. Füllst du die Pause so richtig übel. Machst du so eine Scheiße mit deiner Gitarre. So Stefan Raab-mäßig oder sowas. Ja genau, das ist eine vollkommene Kopie. Mit deiner nackten Barbie, so richtig, so lächerlich, weißt du das? Richtig schlechter. Ja eben. Und? Laberst du so eine Scheiße rum. Hey, da kommst du so, ich verstehe das echt nicht, ja. Was machst du denn sonst, wenn du nicht so eine Scheiße machst irgendwie? Was ich dann von hast du probiert mal wie Schauspieler zu werden oder sowas? Du, ja, ich versuche ja mit meinem, gut, ich gebe ja zu, bescheidenen Talent, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten unterzukommen. Jetzt, wo der Elsholz ja aufhört. Ja, das ist eine gute Idee, das passt. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich spiele dann
den jugendlichen Liebhaber vielleicht oder so. Ey, sag mal, kann ich wenigstens was gewinnen oder so hier? Ja, du kannst jetzt was gewinnen. Damit sich das gelohnt hat? Nee, du musst dich jetzt einfach, musst mir drei Fragen beantworten. Okay. Wie lange hast du gebraucht, um durchzukommen? Halbe Stunde. Und du magst diese Sendung nicht? Nee. Aber in dieser halben Stunde hat sich jetzt dieses Ventil quasi so aufgebaut. Ey, jetzt darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wie findest du denn, du hast gesagt, ich bin schlecht, wenn ich keine Anrufe habe. Wie findest du denn mit den Anrufern? Wie mache ich das? Naja, also... Ist auch nicht gut. Nö. Aber es hat dich motiviert, hier anzurufen. Ah ja, Mann, ich wollte eigentlich... Lass mich jetzt mal, ja? Ich hab so viel mir eigentlich gedacht, was ich jetzt sage, so richtig, dass ich so richtig fertig mache, weißt du? Ja, aber wenn man, du bist doch wenn man, wenn man dann anruft, du brüll, ich kann lauter brüllen! Aber weißt du, wenn man dann nämlich durchkommt, dann weiß man nämlich gar nicht mehr irgendwie so. Das ist ja das Schöne. Ich kann ja jeden Kritik sofort vorgehen, ja? Und muss ich ganz ehrlich mal sagen, ja, das streite ich ab. Ich kann mit Kritik umgehen, natürlich! Aber diese Sendung ist einmalig in Deutschland. Ich bin einmalig in Deutschland. Ja. Hallo Peter. Nein, das ist von Anna. Krach jetzt Anna Jurohosen immer ab. Hallo. Hallo. Wollte ich nur sagen, dass deine Sendung spitze ist, du. Aber außer wenn ich keine Anrufer habe, die Zwischenmoderation, da versuche ich dann Stefan Raab zu kopieren, ne? Nö, auch was. Ich meine, man hätte ja auch nicht anrufen brauchen, der junge Mann. Jetzt mal eine andere Frage. Ja. Du gehst ja dann gleich mit einer ganz anderen Motivation ran, wenn du anrufst. Du hast doch bestimmt keine halbe Stunde jetzt gebraucht, um durchzukommen. Nee, ich habe den jungen Mann, der eben angerufen hat, da habe ich das mitbekommen. Ich denke, jetzt versuche ich es mal und hat geklappt. Siehst du? Und das war's auch. Ich sag euch das als Tipp für die Zukunft. Ihr müsst mit dem... Mit der inneren Ruhe, mit dem Brummen im Bauch da so rangehen und einfach denken, heute klappt's und dann geht es sofort. Das geht ratzfatz, wenn man eine Wiederholungstaste hat, gell? Ja, und jetzt meinst du, das hat, diese ganze Kritik hat daran gelegen, dass ich mal seine Freundinnen hatte? Nochmal, was hast du gesagt? Meinst du, der hat jetzt nur Kritik an der Sendung geäußert, weil ich mal was mit seiner Freundin hatte? Du, das kann ich dir nicht so beantworten. Wenn du jetzt eine Frau bist... Ja, ich glaube, bin ich schon. Und du, jetzt kannst du das ja ruhig mal zugeben. Mhm. Ich wäre doch ein idealer, klasse Mann, wa? Für jede Frau. Oh, kommt drauf an, ne? Welche Normmaß hast du an einem guten Mann? Das hat dich jetzt überfordert. Sie ist raus. Jetzt kommt wieder der Teil, wo ich schlecht werde, weil ich warte nur auf den nächsten Anrufer. Jetzt werde ich... Ey, ganz irre, habe ich eine ganz irre Idee gehabt. Ring, 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 ring. Und Rom brennt ohne Streichhölzer. Ring, 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 ring. Jetzt sind noch wenigstens Katastrophen, mit denen man was anfangen kann. Kann man auch als Geige nehmen. Das ist eine Performance jetzt hier. Das ist Sushi-Musik. So, allerletzte Anrufer für heute. Jetzt! Hey, mach die Alte da raus aus dem Bild. Hallo? Bernadette ist morgen wieder. Peter? Hallo! Wie geht's dir? Super Frage, super Einleitung, aber jetzt Hand auf Herz. Willst du das wirklich wissen, wie es mir geht? Ja. Warum? Ja, weil du so ein netter Kerl bist. Ich will ja auch nicht wissen, wie dir geht. Du bist mir nämlich scheißegal. Aber nee, du bist nett, weil du der letzte Anrufer bist. Was kann ich für dich tun? Ich wollte was gewinnen. Ja, du hast jetzt mich gewonnen. Nein, ich möchte die Axt gewinnen. Ein Körperteil von mir kannst du dir aussuchen. Rechter Arm, linker Arm, Kniescheibe. Rechter. Was könntest du später vielleicht mal brauchen? Niere. Ey, ich habe ja jetzt einen Test gemacht. Könnt ja jetzt für die Lindenstraße dann die Niere opfern. Könnte ich ja. Aber ich will ja nicht mehr, dass er dabei ist. Ich will, dass er krepiert. War nie gut. Der gestottert. Körperbehinderter, jetzt habe ich nächsten andere Feindbild. Körperbehinderte. Ossi, tut mir leid, nächste Sendung sind die Körperbehinderten dran. Nächste Sendung ist am 3.4. live. Und morgen ist nur eine VP. Und ansonsten könnt ihr mir heute da lenken.